Kapitel 5. Ich stehe hier vor größeren Herausforderungen als nur der Reparatur eines alten Schuppens. Irgendetwas wirklich Seltsames geht hier vor sich. Zuletzt hat jemand eine unserer Sicherungen gestohlen und sie in einem Tierkadaver versteckt. Zu allem Übel habe ich auch noch einen Anruf von meinem Chef erhalten, der darauf drängt, dass ich endlich die sowjetischen Telegramme entschlüssele. Mir schwirren so viele Dinge im Kopf herum, dass ich das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Ich denke immer häufiger, dass alles mit den Memoiren von Nicholas zusammenhängt, kann aber noch nicht erkennen, auf welcher Weise. What? How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever gonna be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This'll blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Ruft David an. Und was macht ihr jetzt noch so Schönes, Marcel und Lisa? Entschlüsseltes Telegramm. Scheiße, die Sowjets planen nicht nur, Raketen direkt vor unserer Nase zu transportieren. Sie wissen auch, was bei der CIA vor sich geht. Das heißt, wir haben einen Maulwurf im Büro. Operation Totenstille in Kraft. Die Stationierung von Raketen mit Hilfe von U-Booten entlang der Westküste der USA beginnt in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober. Radarstörsysteme wurden getestet und sind voll funktionstüchtig. Aus vertrauenswürdigen Quellen ist zu entnehmen, dass die CIA immer noch am völlig veralteten Fall Woodpecker arbeitet. Warten Sie auf weitere Nachrichten. Okay. Nichts und du? Siehst ja, was ich mache. Seid ihr nicht am PC? Zockt ihr nicht selber? Um mehr über die berühmtesten internationalen Kryptoanalysten zu erfahren, müssen Sie zuerst die Grundlagen des Codeknackens meistern. Sind Sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zeilen stehen für verschiedene Personen. Nutzen Sie Caesars Scheibe und lernen Sie die Genies der Kryptographie kennen, die den Lauf der Geschichte unzählige Male nachhaltig verändert haben. Sind Sie der Herausforderung gewachsen? I don't know. Nee, keine Lust. Der Marcel auch nicht mehr, oder was? Na. Na. So. Okay, dann rufen wir mal David an und erzählen ihm mal, was wir herausgefunden haben. Und was ist übrigens überhaupt mit Emma? Emma ist bestimmt wieder sauer auf uns, weil sie uns gerufen hat und wir nicht auf sie gehört haben. Ich bin irgendwie immer so drauf und dran, hier immer überall reinzugucken, aber in dieser Welt brauchen wir es eigentlich gar nicht. Hier haben wir kein Petroleum, was wir brauchen, keine Streichhölzer, die wir brauchen. Eigentlich so erstmal gar nichts wirklich. Oder? Aber man könnte ja auch immer noch, weiß ich nicht, so Briefe oder irgendwas Interessantes entdecken, oder? Eigentlich schon. Aber jetzt rufen wir erstmal David an. Paro und DBD haben mir heute gereicht. Fuck, they must have tapped my line. Uh-oh. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Uh-oh. Thankfully, I can check where they're tracking me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office. Das heißt, jetzt sind die Sowjets auch noch hinter uns her, weil die wissen, dass wir was herausgefunden haben. Oh, shit. Der Quantenlokalisierer, genau. Mit dem haben wir letztens schon Bekanntschaft gemacht, ne? Finde die Quantenwolke. Müssen wir dafür raus? Dafür müssen wir bestimmt raus, oder? Oh. Ja, Jesus, you're trying to kill me again. I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here
in front of the house. But oh shit. Maybe it's someone from the office? You know, about work? David would tell me. Son of a bitch, it's all so clear now. You don't think that? I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house. Lock the doors and windows. I'll take care of this. Oh shit. Jetzt weiß ich aber wenigstens. I should use the localizer and see if I can find something nearby. Genau, was er beruflich macht. Oh Mann, ey. Okay. Suchen wir die Quantenwolke. Wenn das nicht nochmal echt böse enden wird. Okay, wir haben die Quantenwolke gefunden. Achso, jetzt müssen wir die drei kleinen. Ne, zwei sind es diesmal nur. Zwei kleine Anomalien finden. Da ist die erste. Boom. Schwupp. Und die zweite ist hier irgendwo. Da ist sie. So. Ach nee, doch noch eine dritte. Oh, die habe ich vorhin übersehen, oder? Die hatte ich vorhin übersehen. Oder, nee, wir sollen jetzt nur wieder zurück. Oder? That fucking bastard genau. So confidently approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Okay. Oh shit. Das heißt, die wissen sogar schon, wo wir sind. Und die spionieren uns schon aus. Okay. The signal is very clear. Quantum cloud should be right around here. Ja. Bis jetzt hatte ich immer so das Gefühl, so, oh cool, in diesen Kapiteln in der heutigen Zeit, ja, waren wir bis jetzt immer eigentlich relativ safe. Es war nicht wirklich spannend oder gruselig, aber das wird sich jetzt wohl ändern. Was natürlich nicht verkehrt ist, aber es gab dann halt immer mal so Phase, wo ich mir dachte so, huh, jetzt mal ein Kapitel zum Durchschnaufen, aber dass das nicht so bleibt, war halt auch eigentlich abzusehen. Kriegen wir die hier nicht auf? Wo ist es denn hier? Ah, hier. Crossed here to the other side. Okay. Need to get over there. Wir müssen da rüberkommen. Huch, was haben wir denn hier noch hängen? You can't hide. Drohbrief. Dieser Mistkerl hat mich nicht nur ausspioniert, jetzt versucht er auch noch mich einzuschüchtern. Und das auf meinem eigenen Land. Du kannst dich nicht verstecken. Oh, shit. So langsam nimmt das alles richtig Fahrt auf hier, ne? Und nochmal rütteln. Na, komm schon. Ob das so eine gute Idee ist hier? Ich weiß ja nicht. Ah, wir müssen irgendwie weiter hier rein, ne? Oder? Ah, ich glaube, es geht aber nicht. Kann er sich da hochziehen? Ne, wir müssen außen rum, oder? Ich glaube, ja. Okay. Ja, wir müssen irgendwie darüber, aber ich weiß gerade noch nicht so genau wie.
Ist das hier richtig? Hä? Okay, irgendwie kommt es mir jetzt doch ein bisschen merkwürdig vor. Weil wir gehen halt komplett in die falsche Richtung. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich schaue mir das dann nochmal genau an, ob wir da nicht irgendwie rüberkommen. Wir müssen ja dahin, wo sich die Balken berühren. So, jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Aber da war ja gerade irgendwie kein Rüberkommen, oder? Habt ihr was gesehen? Hier ist kein Durchkommen. Ja. Wir gehen hier. Es ist irgendwo da hinten, aber wie kommt man da hin? First, I need to look around. Another quantum cloud may be nearby. Ja, ich möchte auch die Quantenwolke finden. Ah ne, Moment. Jetzt sind wir auf einmal auf der richtigen Spur? Hä? Ach, schaut mal hier. Hier müssten wir lang. Boah, aha, okay. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Und dann kommen wir nämlich hier rauf. Okay, alles klar. Jetzt haben wir es wieder. Der Greifhaken. So. Okay. Was haben wir hier noch? Ich weiß, dass wir in die andere Richtung müssen. Gehe ich auch gleich sofort wieder hin. Das sieht aus wie so eine Futterstelle hier. Das ist eine Futterstelle für Rinder oder sowas, ne? So mitten im Wald hier? So, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig, jawohl. Fucker's got it all well organized. Was haben wir da? Eine Batterie? Oh shit. You won't lose me so easily, you bastard. Stop, hear me? Oh. Fotos von Emma. Scheiße, ich kann es nicht glauben. Er hat das Foto an dem Tag gemacht, in dem wir hier angekommen sind. Er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. Krass. Okay, wir müssen ihm folgen. So schnell wie möglich. Aber Hauptsache erst noch das Foto lesen. Aber wie kommen wir hier wieder raus? Ah, so. Ja, und kaputt. So, runter hier. Sollen wir jetzt... Aua. Sollen wir, hä? Okay, der ist aus. Ich schätze mal in die Richtung hier, oder was? Da ist er. Scheiße. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. You can run, but you can't da ist er. Hide. Oh, shit. Hey. There you are, da hinten. Fucker. Ob das so schlau ist jetzt? You're not losing me so easily. Okay, Windows Sicherheit, ich danke dir. Ob das so schlau ist, dem zu folgen? Wir haben hier in dieser Welt, also in dieser Zeit, haben wir keine Pistole. Denk dran. Wo ist er hin? Ah. Ah, Moment, okay.
Ich glaube, ich weiß. Genau. Aber was hat uns das jetzt gebracht? Ah, das hat uns das gebracht. Okay, ich verstehe. So, weiter. Wo ist er hin? Hm? Ja, wo ist er hin? Hä? Was? Philo, hör auf! Hä? Bolzenschneider können auch wehtun. Bolzenschneider können auch wehtun, das stimmt. Hä, was hat uns das gebracht? Oh. Das hat uns das gebracht. Alles klar. So, hinterher. Wo führt der uns lang? Der Scheißkerl, der unsere Frau ausspioniert hat. Chasing a spy through a cave. Fuck, what would have been a joke a week ago is now reality. Wait a minute. Da ist er. Da ist er. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ach, das war sogar der richtige Weg hier. Oh, shit. Alter, der war doch gerade... Okay. Der war doch vorhin noch da hinten. Wie ist der so schnell da hingekommen? Oh, oh. Oh, oh. Kloppen die sich? Nee, der Philo, der dreht gerade ein bisschen durch und kratzt an der Couch und sowas. Der rennt hier einfach durch die Wohnung und schreit einfach rum. Ich glaube, der hat Hunger. Oh, shit. Wo geht's denn lang? Hier einfach, ne? Reicht das mit der Luft? Ja, muss ja. Hier hoch. Sehr schön. Der Dreck, sagt der. Wir werden ihn kriegen. Aber erstaunlich, was sie sich hier alles aufgebaut haben. Halt irgendwie anscheinend ja wie so ein Lager oder sowas haben die sich hier eingerichtet, ne? Merkwürdig, merkwürdig. Weil sowas baut man nicht mal eben so. Vor allem auch dann so tief in der Höhle drin und alles, ne? Wir könnten den Hammer zwar mitnehmen, auch als Waffe, aber das Spiel hat das wohl irgendwie nicht vorgesehen. Jetzt geht's hier wieder raus. Wo zum Teufel sind wir hier gelandet? Ne, es geht nicht raus. Aber trotzdem, wo zum Teufel sind wir gelandet? Aber ist das deren Lager? Wie sollte der dich zu seinem Lager führen? Ja, keine Ahnung, aber das ist ja nicht umsonst hier, oder? Oder ist das diese Mine, wo die damals gearbeitet haben? Das sieht eher aus wie so eine Mine, ne? Stimmt eigentlich. Ach, jetzt sind wir hier auf der Seite, okay. Das heißt, hier geht es lang. Ja, denkst du auch, ja, hast schon recht, das ist wahrscheinlich eher diese Mine. Philo, weg. Gib gleich Essen. In einer Stunde ungefähr. So. Aber der scheint sich ja trotzdem irgendwie ganz gut hier auszukennen, der Typ, ne? Oh oh. Das geht doch nicht gut. Doesn't seem too stable. Nee. Ja. Quicktime Events. Und jetzt steht er eben vor unserer Nase, oder? Tut er nicht? Tut er 100 Pro. Tut er nicht. That was close. Everything wants to kill me in here.
Okay, was passiert jetzt? Boah. Ups. Vor allem, wir müssen ja noch mal irgendwann eigentlich diesen ganzen Weg wieder zurück. Wir konnten unsere Frau ja jetzt eigentlich nicht alleine in unserem Haus lassen. Und vielleicht wollte er auch nur, die sind doch, er ist auch bestimmt nicht alleine da. Vielleicht wollte er nur, dass wir ihn sehen, folgen, damit wir unsere Frau alleine im Haus lassen. Das ist auch noch so ein alter Schuppen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo lang es geht. Wir können uns hier einfach mal umsehen. Oh, da ist aber eine Leiter. Also war das hier doch der richtige Weg? Okay, die Leiter ist festgebunden. Shit, kommen wir jetzt nochmal... Oh. Kommen wir jetzt hier nochmal zurück? Ja, kommen wir, okay. Die Leiter ist festgebunden, aber da kommen wir so im Moment nicht hin, oder? An der Kette ist die festgebunden. Okay. Also bist du auch nicht mehr am PC, Marcel? Gehen wir vielleicht erstmal hier weiter, oder was? Ne, hier geht es gar nicht viel weiter, ne? Wir müssen da lang. Okay. Okay, okay, okay. I need to get to the other side, but how? Okay, wir müssen auf die andere Seite, alles klar. Nee, du machst dir gerade deinen Thunfischaufstrich. Okay. Dann kommst du heute auch nicht mehr an den PC, oder? Ich mach auch. Ich mach so um 20 Uhr ungefähr Feierabend mit dem Stream dann schon. Das reicht. Und dann mache ich mir auch noch was zu essen. Ich muss dann auch noch Abendbrot essen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht. Aber ich habe noch eine Portion Bananen, Äpfel und Obst und Gemüse habe ich noch viel da. Das kann ich gleich zum Abendbrot essen. Okay, wir müssen irgendwie da hochkommen. Ah, das hier können wir wegnehmen. So, dann kommen wir hier durch. Kommen wir dann auch... Ah, wir können auf jeden Fall die Leiter... die Kette der Leiter abknipsen. So, sehr schön. So, und jetzt können wir mit dem... Nee, nicht. Dafür brauchen wir den Greifhaken nicht. So, rauf da. Okay, was haben wir hier? Oho, eine Machete. Diese Machete mag zwar alt sein, hat aber nichts an Schärfe eingebüßt. Klingen wie diese wurden dazu verwendet, Pfade durch den Urwald zu schlagen. Sie sollte also in einem normalen Wald mehr als nützlich sein. Nice. Nehme ich gerne. Okay. Also, ist jetzt hier der richtige Weg, ja? Nee, von hier kamen wir, ne? Ich schätze mal, wir sollen hier weiter. Genau. Jetzt mit der Machete schön die armen Bäumstens abschneiden. Genau. I could go through here. Aber mit der Machete kann man nicht nur Urwald oder Bäume, Sträucher zerschneiden, damit kann man auch Menschen töten. Natürlich nur, um sich zu verteidigen. Another signal. Okay, der Lokalisierer meldet sich schon wieder zu Wort. Okay, wo ist der Typ hin?
Auf jeden Fall hier lang. Das ist wieder im Weg Richtung Haus, ne? Das passt ja eigentlich ganz gut, oder? Ist das so? Wir werden sehen. Anomalien entdeckt, okay. Da ist die erste Anomalie. Zielen, go! 3 Stück haben wir jetzt wieder. Gehen wir erstmal zu der hier. Da ist sie. Und die letzte ist hier. Nicht getroffen. Hä? Jetzt haben wir immer noch nicht getroffen. Warum denn nicht? Standen wir zu weit weg oder was? Hä? Sind wir zu weit weg? Aha, jetzt hat es gezählt. Komisch. So. He turned left. I'm close, I can feel it. Er ist hier lang gelaufen. Okay. Ein weiteres Signal. So wissen wir wenigstens, wo er lang gelaufen ist. So können wir seine Spur zurückverfolgen. Hier? He slipped through here. Time to suck in my gut. Oh shit. Der hat sich ja durchgequetscht, okay. Und bevor wir da aber reingehen, mache ich eben eine ganz